Liebe Schwestern und Brüder, Benedikt der 16. hat in einer seiner unnachahmlich schönen Ansprachen bei den Generalaudienzen zum Gebet auf unsere Lesung sozusagen eine vertiefte Einführung oder Auslegung geboten. Ich kann das nicht alles zitieren, es lohnt sich, das nachzulesen. Diese Stelle des Ringens ist seit jeher im Christentum eine Stelle, wo es um das Gebet geht. Nirgends ist das Beten, das christliche Beten, besser beschrieben als hier. Wir sind ja heute von so vielen östlichen, auch gerade nicht-christlichen Sachen beeinflusst, dass wir die Unterscheidung oft gar nicht mehr klar haben, leider. Deshalb lohnt es sich, in der Heiligen Schrift nachzuschauen, wo es um das Beten geht. Und dieses Ringen, dieser Kampf mit dem Unbekannten ist seit jeher eine Umschreibung des Betens, des christlichen Betens. Ringen mit einem Unbekannten, der größer ist und doch zu unterliegen droht. Das zieht sich ja die ganze Lesung hindurch. Der Mann, dieser Unbekannte ist kein Mann, aber dieser unbekannte Gegner kommt ihm nicht bei. Und doch ist er stärker, um ihn aufs Hüftgelenk zu schlagen. Er gewährt dem Jakob nicht, auch wenn er scheinbar überlegen ist, ihn einfach hin zu segnen. Umgekehrt fragt er, wie ist dein Name? Das heißt, im biblischen Verständnis, wenn du mir deinen Namen sagst, habe ich gewonnen, denn ich habe Macht über dich. Ich weiß alles von dir. Ich habe deine Person, deine Persönlichkeit, dein Wesen. Und Jakob verrät sein Wesen. Er ist eben Jakob. Wir kennen diesen Typen aus den Lesungen der letzten Tage. Der ist wie wir, listig, zum Lügen bereit. Man weiß bei diesem Namen nicht genau, wie das etymologisch ist. Das kann von Ferse herkommen, indem er seinen Zwillingsbruder an der Ferse festgehalten hat bei der Geburt, um ihn nicht als Ersten rausgehen zu lassen. Aber am Schluss hat er dann doch das Erstgeburtsrecht des Segens, listigerweise von seinem Vater, erschlichen. Anders kann man das nicht sagen. Also normale menschliche Gegebenheiten. Und dann der scheinbar Unterlegene erweist sich als der Große, wenn er ihm einen neuen Namen gibt. Wer in diese Auseinandersetzung des Betens, wir sehen das oft viel zu wenig, wir denken, dass Beten etwas ist, wo wir ganz brav sind und wo wir ganz still sind, aber in erster Linie ist es eine Auseinandersetzung, es ist ein Kampf, es ist ein Ringen mit Gott. Das ist eine sehr tiefe christliche Erkenntnis. Man kann die auch im Katechismus der katholischen Kirche noch einmal nachlesen, wenn man da Nachhilfebedarf hat. Unser ganzes Leben, so sagt Benedikt der 16., unser ganzes Leben ist wie diese lange Nacht des Ringens und des Gebetes, im Sehnen und im Gebet um einen Segen von Gott, den man nicht aus eigener Kraft an sich reißen oder gewinnen kann, sondern den man mit Demut von Gott empfangen muss, als ein unentgeltliches Geschenk, durch das man schließlich das Angesicht des Herrn erkennen kann. Und wenn das geschieht, dann ändert sich unsere ganze Wirklichkeit. Dann empfangen wir einen neuen Namen und den Segen Gottes.